So, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Beta-Test des Gameplay-Patches. Ich möchte euch mal kurz ein bisschen zeigen, was Urban Games so denn neu gemacht hat. Und wir sind hier gerade in meinem neu gebauten Gütebereich und da kann man im Grunde schon fast alles zeigen, was Urban Games im Grunde jetzt in diesem Beta-Patch schon rausgebracht hat. Ich würde jetzt mal ganz einfach anfangen mit den Haltestellen. Dort haben sie nämlich eine Terminal-Funktion hinzugefügt. Die sieht wie folgt aus. Und zwar haben wir hier oben im Reiter nun den Bereich Terminals und sehen dann auch schon, wenn ich hier die Icons anmache, Moment, sehen wir, dass dieses Terminal 3 Terminals zur Verfügung hat, wo LKWs halten können. Und man kann diese Terminals nun in den Linien einfügen. Das heißt, man kann hier nun sagen, an welchem Terminal er halten soll. Diese 1 bedeutet dann, dass es halt von dieser Linie ist, die Haltestelle 1. Und da habt ihr dann sozusagen kein Durcheinander mehr bei großen Busbahnhöfen oder sonst irgendwas. Das finde ich schon mal eine ziemlich, ziemlich coole Neuerung, muss ich sagen. Wenn wir gerade schon bei den Straßen sind, gehen wir doch gleich mal hier unten in das Straßenbaumenü. Dort sehen wir nun den Punkt Waypoints, der bislang nur so aussieht, der von Urban Games direkt kommt. Ich denke, die Modder werden da sicherlich in der nächsten Zeit einiges modden. Und der sieht wie folgt aus. Den kann man dann an der jeweiligen Straßenseite hinstellen und kann diesen Waypoint ebenfalls in die Linie mit aufnehmen, wodurch die Linienführung innerhalb der Stadt wesentlich angenehmer wird. Diese Terminal-Funktion gibt es natürlich auch bei großen Schienendepots oder besser gesagt Schienenbahnhöfen. Dort sehen wir natürlich wieder hier angefangen Terminal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das heißt, man muss ab sofort nicht mehr über die Signale oder Waypoints sagen, auf welchem Gleis der Zug halten soll. Und wir sehen hier unten sogar 5 mögliche Haltepunkte für LKWs. Ziemlich, ziemlich cool. So, die nächste Neuerung ist frei einsehbare Tunnels, sowohl bei den Straßen als auch bei den Schienen. Was aber bislang erst bei den Vanilla-Tunnels möglich ist. Ich hoffe, die Modder können da auch noch einiges machen. Die Mod-Tunnels sehen noch so aus, aber haben innen drin die gleiche Struktur. Ich denke, man muss jetzt sozusagen nur noch diesen schwarzen Vorhang hier wegmodden und dann würde das genauso gut aussehen. Ja, man kann nun auch ungestört Weichen in Tunnels bauen. Ja, das stört jetzt niemand mehr, das sieht einwandfrei aus. Dankeschön für diese coole Neuerung. Zudem hat sich auch in dem Schienenbaumenü ein bisschen das Overlay hier geändert. Das Aufrüstungstool ist nun hier oben und Signale und Waypoints sind nun getrennt. Bei mir ist es ja eine ewig lange Liste und die Vorsignale sind ja bei mir immer ziemlich weit hinten. Die kann ich jetzt hier direkt anwählen. Das finde ich auch eine ziemlich, ziemlich coole Neuerung, dass die Waypoints extra eingefügt haben. So, beim Kaufmenü hat sich auch ein bisschen, ja, gestalterisch etwas getan. Und zwar haben sie hier ein schönes Symbol eingefügt. Bei den Gütern sieht es natürlich noch ein bisschen besser aus, denn da sehen wir die verschiedenen Beladungsarten. Ja. Wer also bei den Namen immer durcheinander kommt, kann sich jetzt an den Symbolen orientieren. Und es bleibt natürlich hier weiterhin so, dass man entweder automatisch lassen kann oder das Gut selber auswählen kann. Bei den Schiffen hat sie natürlich auch einiges getan, wie schon angekündigt, und zwar können nun die großen Güterdampfer bis zu 4 unterschiedliche Güter tragen. Man kann zum Beispiel auch sagen, zweimal Stahl, dann hat er halt die doppelte Stahlkapazität, dann kann man noch sagen Getreide und Lebensmittel und dann ist das alles so möglich, wie das ihr hier seht. Und das finde ich auch eine ziemlich coole Neuerung, denn ein Schiff, das im Grunde nur ein Gut ladet, gibt es vielleicht bei den Kohledampfern, aber sonst ladet ja ein Schiff immer mehrere Sachen.
So, zudem haben sie auch bei den Konstrukten oder bei Bahnhöfen, haben sie nun beim Abreißen eine Funktion hinzugefügt, die bislang noch auf Englisch ist, die wird natürlich noch übersetzt. Wie gesagt, wir sind ja in einem Beta-Patch und man muss hier sozusagen bestätigen, dass es abgerissen werden soll. Oder man kann auch wieder abbrechen, wenn man da aus Versehen draufgeklickt hat. Aber wir wollen das natürlich wieder abreißen. Und da können jetzt natürlich weniger Unfälle passieren mit zufälligem Abreißen. Finde ich eine ziemlich coole Neuerung. Zudem kann man nun die Mod-Gleise auch upgraden. Ich denke aber, dass da der Modder nochmal ein bisschen hantieren muss, denn das hat vorhin beim Test noch nicht funktioniert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 40er Gleise. Doch, es geht. Okay, dann hat es vorhin bloß einen kleinen Fehler bei mir gemacht. Ja, also man kann ohne Probleme nun auch Mod-Gleise upgraden. Das Spiel schlägt es auch vor, dass man es im Bahnhof machen kann. Das empfehle ich aber nicht, weil das erstens mal ziemlich zu starken Lags führt und zudem, weil es nicht geht. Ich denke, dass der Modder noch ein bisschen bearbeiten muss und dann denke ich auch, dass dieser Mod damit kompatibel ist. Das war's im Grunde auch schon. Die groben Neuerungen habt ihr nun hier in diesem Video gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Es wird noch ein paar Videos in Zukunft von dieser Map geben. Es wird auch öfters mal einen Livestream auf dieser Map geben, denn die Rhein-Ruhr-Map ist ja wie gesagt pausiert durch die fehlenden Mods. Und ja, ich habe sehr viel Spaß auf dieser Map. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, viel Spaß mit dem Patch, er wird etwa Anfang Juli laut Urban Games rauskommen. Wie gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut rein, ciao.